herzlich willkommen bei Blende 8, dem Fotopodcast von Galileo Press. Mein Name ist Thomas Kuhn, ich bin Fotograf in Hamburg. Heute widmen wir uns mal dem Thema Makrofotografie. In einer früheren Sendung habe ich ja euch schon mal einen günstigen Einstieg gezeigt mit einem Umkehrring und einem Normalobjektiv. Heute wollen wir mal richtig einsteigen, doch zuerst, was ist Makrofotografie überhaupt und was benötigen wir dafür? Was ist Makrofotografie überhaupt? Von Makrofotografie spricht man immer dann, wenn man kleine Dinge groß abbilden möchte. Das können technische Details sein, das können Insekten sein, Oberflächenstrukturen oder auch Pflanzen. Pflanzen ist übrigens das, was ich heute in unserem Beispiel zeigen werde. Das Schöne an der Makrofotografie ist, man benötigt nicht viel Platz. Man kann das hier vielleicht auch sehen, Kamera und der Aufnahmetisch benötigen hier nur kleinen Raum. Das heißt, Makrofotografie lässt sich im Grunde genommen überall durchführen. Das Wichtige dabei ist der sogenannte Abbildungsmaßstab. Was heißt Abbildungsmaßstab? Der Abbildungsmaßstab gibt wieder, wie groß ein Objekt auf dem Sensor der Kamera abgebildet wird. Und bei der Makrofotografie spricht man in der Regel von einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1. Sprich, das Objekt wird auf dem Sensor in Originalgröße abgebildet. Anders zum Beispiel, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin und ich fotografiere ein Haus, dann habe ich ein riesengroßes Haus und das wird definitiv nicht in Originalgröße auf meinem Sensor abgebildet, sondern es wird verkleinert dargestellt. Bei der Makrofotografie kann ich tatsächlich das Objekt genauso groß auf meinem Sensor abbilden in der Originalgröße. Sprich, wenn mein Objekt 2 cm groß ist, nimmt es auch 2 cm Raum auf meinem Sensor ein. Damit kommen wir auch quasi schon zum nächsten Punkt, das benötigte Equipment. Um den benötigten großen Abbildungsmaßstab zu erreichen, brauche ich ein sogenanntes Makroobjektiv. Im Vergleich zu anderen Objektiven komme ich mit diesen Objektiven sehr nah an mein Objekt ran. Viele kennen das von euch vielleicht, wenn sie mit einem Teleobjektiv arbeiten. Da ist häufig nach 1,5 bis 2 Metern schon Schluss. Näher komme ich nicht an mein Motiv ran. Darunter kann das Teleobjektiv zum Beispiel nicht fokussieren. Mit dem Makroobjektiv komme ich extrem nah ran. Das heißt, ich kann den Nahbereich fokussieren. Und von den Makroobjektiven, da gibt es verschiedene Ausfertigungen von. Das sind im Allgemeinen unterschiedliche Brennweiten. Ich habe zum Beispiel die Brennweite 60 mm, 100 mm und 180 mm. Das Ganze variiert ein bisschen von Hersteller zu Hersteller. Die 60 mm Ausfertigungen, die eignen sich sehr gut, um zum Beispiel technische Details zu fotografieren. Hier muss ich sehr nah an ein Objekt rankommen. Das heißt, das komme ich mit dem 60 mm auch. Und das Schöne am 60 mm ist, es hat eigentlich die geringsten Verzeichnungen von allen Makroobjektiven. Das heißt, dort habe ich keine Objektivverzeichnung, die ich nachher korrigieren muss, sondern kann das Bild direkt so gut verwenden. Auf dem anderen Ende der Skala haben wir zum Beispiel 180 mm Brennweite. Das hat den Vorteil, ich kann relativ weit weg von meinem Motiv. Und das ist interessant zum Beispiel, wenn ich Insekten fotografieren möchte. Insekten haben, oder Tiere im Allgemeinen, haben eine Fluchtdistanz. Wenn man die unterschreitet, dann verschwindet das Tier und ich kann kein Foto machen. Ist doof. Mit einem 180 mm kann ich weit genug wegbleiben und kann trotzdem mit einem hohen Abbildungsmaßstab fotografieren. Und dann gibt es noch quasi das universell einsetzbare Makro. Und das habe ich hier, das ist ein 100 mm Makro. Und das ist ein guter Kompromiss zwischen dem 60 mm und dem 180 mm. Vorteil bei dem 100er, das lässt sich auch noch sehr gut als Porträtbrennweite fürs Porträtfotografieren benutzen. Das hat auch sehr geringe Verzeichnungen und wenig Randabschattung und das lässt sich halt auch dort sehr gut einsetzen. Was benötigen wir weiterhin für Makrofotografie? Schauen wir uns mal hier das Setup an. Ganz wichtig, wir brauchen einen stabilen Stand. Das heißt, Stativ ist zwingend notwendig. Als nächstes, ganz wichtig, ein Fernauslöser. Warum ein Fernauslöser? Wir arbeiten hier mit sehr starken Vergrößerungen. Und bei solchen Vergrößerungen haben wir das Problem, dass jeder kleinste Verwackler dafür sorgt, dass unser Bild auch verwackelt ist. Das heißt, wir fassen für das Foto am besten die Kamera nicht an. Das erledigen wir hier über den Fernauslöser. Als drittes habe ich hier eine sogenannte Makroschiene bzw. Makroschlitten montiert. Und das bietet uns bei der Makrofotografie
einige Vorteile. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, wir arbeiten hier mit sehr großen Maßstäben. Und wenn wir unser Stativ hier zum Beispiel platziert haben und wir möchten den Bildausschnitt jetzt aber noch ein ganz klein wenig variieren und wir müssten dafür unser Stativ nach hinten setzen, dann ist man hier mit dem Stativ sehr schnell schon zu weit weg oder zu nah dran, je nachdem, in welche Richtung man muss. Und mit so einem Makroschlitten, der ist hier auf Gewindestangen befestigt und der bietet mir hier die Möglichkeit, die Kamera vor und zurück zu bewegen. Und ich habe damit zum einen die Möglichkeit, hier den Bildausschnitt noch anzupassen und ich kann damit auch sehr feinfühlig nachher die Schärfeeinstellungen vornehmen. Das heißt, Stativ für stabilen Stand, Fernauslöser, damit wir quasi beim Auslösen keine Verwacklung bekommen. Dazu natürlich auch die Spiegelvorauslösung in der Kamera einschalten, damit wir halt aufgrund der Vibration bei der Auslösung keine Verwacklung bekommen. Und die Makroschiene, damit wir halt fein abgestufte Bildausschnittsveränderungen machen können und nachher auch sehr gut die Schärfe ziehen können. Gut, was habe ich hier noch für den Aufbau? Ich habe einen kleinen Aufnahmetisch. Auf dem Aufnahmetisch habe ich hier zwei Pflanzen drapiert und die vordere hier, die wollen wir gleich aufnehmen. Und die hintere, die dient eigentlich nur so als Bildeffekt für den Hintergrund. Das werden wir nachher im fertigen Foto sehen. Ansonsten habe ich hier zwei Lampen platziert. Die Lampen, das selber sind Studioleuchten oder Studioblitze. Ich werde allerdings hier nicht mit dem Studioblitz arbeiten, sondern ich werde allein das Einstelllicht benutzen. Das heißt, man kann hier also ganz normal mit normalen Lampen fotografieren. Man benötigt nicht zwingend einen Blitz, weil wir haben hier alles auf dem Stativ. Wir können mit relativ langen Belichtungszeiten arbeiten. Und wir können also auch normale Leuchten verwenden. Ich habe hier bei der linken Lampe, da habe ich noch so eine blaue Farbfolie vorgesetzt, einfach damit ich so ein kleines Effektlicht von der einen Seite für mein Motiv habe. Und jetzt sieht man auch im Grunde genommen, warum sich so eine Makroaufnahme schön für die Bildgestaltung und für das Lichtsetzen eignet, und zwar zum Üben. Denn wir sind ja hier quasi, wir haben das Setup und wir haben alles so in Reichweite. Und jetzt kann man nämlich hier sehr schön die einzelnen Leuchten an die Position bewegen. Und wenn ich nachher meine Kamera im Live-View-Betrieb habe, das zeige ich dann auch nochmal, dann können wir halt sehr schön sehen, wie sich das Lichtsetzen auf das fertige Bild auswirkt. Gut, das so als Vorab-Information, was wir halt noch für die Makrofotografie brauchen. Jetzt gehen wir mal ran und machen die Vorbereitungen für das Foto. Der Knackpunkt bei der Makrofotografie ist Schärfe. Und zwar zum einen das Setzen bzw. das Finden der Schärfe und die Schärfenausdehnung. Wenn wir uns dieses Setup hier angucken, dann möchte ich hier diese Pflanze fotografieren. Die andere dient lediglich als Hintergrundeffekt. Und wenn ich diese Pflanze fotografieren möchte, dann muss ich zum einen, wie gesagt, genau bestimmen, wo setze ich die Schärfe. Und die Schärfenausdehnung, das heißt die Schärfentiefe, die wird total gering sein. Und zwar egal, welche Blende ich hier wähle. Bei der Makrofotografie haben wir in der Regel wenige Millimeter, vielleicht nur ein Millimeter, bis zu ein paar Zentimeter Schärfentiefe. Mehr haben wir da nicht. Und da müssen wir halt genau wissen, wie wir da vorgehen wollen. Ich kann bei dem Makroobjektiv zwar eine sehr, sehr kleine Blende im Vergleich zu anderen Objektiven einstellen. Bei diesem hier ist es zum Beispiel Blende 36 als kleinste Blende. Das Problem bei diesen kleinen Blenden ist allerdings, dass wir an den Lamellen von der Blende Lichtumlenkung haben. Und zwar richtig viele. Obwohl das Bild theoretisch schärfer werden müsste, wird es eher ein bisschen verwaschen. Das heißt, mit komplett geschlossener Blende sollte man hier nicht arbeiten. Und die optimale Blende hier bei diesem Objektiv ist die Blende 16. Und hier habe ich aber nur eine winzige Schärfentiefe. Das heißt, wie gesagt, das Setzen der Schärfe ist hier extrem wichtig. Gut, wie setzen wir hier die Schärfe? Am besten auf jeden Fall mit Live-View arbeiten bei der Kamera. Es ist schwierig, die Schärfe zu setzen, wenn man durchs Objektiv selber guckt. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal den Live-View-Betrieb an. Und damit man das gut auch erkennen kann, ist es wichtig, dass wir hier mal kurz das Filmlicht ein bisschen ausmachen, damit wir hier das Display gut erkennen können. Okay, wie gesagt, momentan habe ich keine Schärfe gezogen. Wir sehen also nur mehr oder weniger in Umrissen, was hier eigentlich los ist. Und jetzt fange ich an, die Schärfe zu setzen. Ich mache das hier eher weniger im Autofokusbetrieb, weil die Kamera hat hier häufig Probleme beim Autofokus, die Schärfe zu finden. Das heißt, ich setze die Schärfe hier manuell.
Das heißt, mein Objektiv schalte ich in den manuellen Modus und jetzt ziehe ich erstmal ganz grob die Schärfe. Das kann man hier so ganz gut erkennen. Und wenn ich ungefähr da bin, wo ich meine Schärfe haben möchte, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Und um jetzt wirklich die genaue Schärfe zu finden, zoome ich mal hier in meine Ansicht rein. Und jetzt kann ich hier mit der Wippe ein bisschen kontrollieren, wo meine Schärfe ist. Und man sieht, tatsächlich habe ich hier noch keine wirkliche Schärfe gefunden. Und jetzt nehme ich hier meinen Makroschlitten zur Hilfe. Weil mit dem Makroschlitten kann ich meine Kamera in sehr feinen Abständen vor- und zurück bewegen. Und mit diesem Vor- und Zurückbewegen habe ich jetzt die Möglichkeit, die Schärfe genau in meinem Bild zu kontrollieren. Ich zoome noch mal ein bisschen stärker ein. Und man sieht hier das Muster von der Oberseite der Pflanze. Und wenn ich jetzt hier mal die Kamera auf dem Schlitten bewege, dann sieht man im Grunde genommen, wie die Schärfe jetzt langsam nach vorne kommt. Und wenn ich in die andere Richtung drehe, geht es halt wieder nach hinten. Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, ob ich hier direkt oben an der Kante meine Schärfe haben möchte oder ob ich lieber die Schärfe hier vorne an der Vorderseite der Pflanze setzen möchte. Und ich möchte die Schärfe hier genau auf dieses Muster, auf diesen Ring hier setzen. Und dazu kann ich noch mal ein bisschen reinzoomen und man sieht, dass man mit dem Live-View-Betrieb hier jetzt sehr schön kontrollieren kann, ob man die Schärfe gefunden hat. Und wenn ich die Schärfe gefunden habe, dann gehe ich halt wieder hier in die Übersicht zurück und habe wieder hier mein ganzes Motiv. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch sehr schön das Licht kontrollieren. Ich nehme mal hier das Führungslicht und bewege das hier mal ein bisschen. Und man kann im Live-View-Betrieb jetzt sehr schön, welche Auswirkungen das auch für den Schattenverlauf hat auf meiner Pflanze. Und ich setze das Licht jetzt ungefähr so, dass hier mein Hauptschatten hier in der Mitte zu sehen ist. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich hier meine Einstellung gemacht. Die Blende bei meiner Kamera ist wie gesagt 16. Die Schärfe habe ich hier direkt auf diesen oberen Ring von der Pflanze gesetzt. Und die Ausleuchtung habe ich auch fertig. Ich habe hier mein blaues Effektlicht von der Leuchte. Ich habe hier mein Führungslicht. Und ich kann jetzt hier mein Bild auch machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Fernauslöser. Kamera hat wie gesagt Spiegelvorauslösung, dass ich auch möglichst keine Vibrationen mehr einfange und ich kann halt jetzt hier mein Foto machen. So, man sieht jetzt, dass ich eine schöne scharfe Aufnahme hier vorne habe, aber man sieht natürlich auch, dass die Schärfenausdehnung hier tatsächlich sehr gering ist. Das heißt, die Schärfe ist wirklich auf diesen Bereich hier begrenzt und alles, was davor oder dahinter ist, verschwimmt schon leicht in Unschärfe. Und dadurch lassen sich aber auch sehr interessante Bildeffekte ergeben. Das heißt, wenn ich mir hier die Pflanze im Hintergrund angucke, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich irgend so eine kakteenartige Pflanze. Auf jeden Fall bietet sie mir halt ein schönes Muster für den Hintergrund. Und so lassen sich auch sehr schöne abstrakte Motive in der Makrofotografie erstellen. Und dadurch, dass ich hier jetzt eine relativ lange Belichtungszeit habe, kann ich auch ein bisschen mit Effekten spielen. Das heißt, ich nehme die Pflanze mal von die zweite Pflanze mal, die ich als Hintergrund verwendet habe. Die nehme ich einfach mal weg. Ich schalte hier nochmal in den Live-View-Modus. Hier sieht man meine Hand hinten, wie die Pflanze gerade wegnehmen. Und ich habe hier ungefähr 2 Sekunden Belichtungszeit. Und ich werde jetzt einfach noch mal eine zweite Aufnahme machen und werde hier zum Beispiel die Pflanze im Hintergrund währenddessen ein bisschen bewegen und mache halt meine Aufnahme. Und los. So, wenn ich mir die Aufnahme angucke, dann sieht man, dass hier sehr schöne Wischeffekte von der Pflanze im Hintergrund sind. Das heißt, ich habe hier also eine Menge Kreativmöglichkeiten, um mein Makrofoto hier zu machen. So, die Aufnahmen sind im Kasten. Das heißt, wir können das Filmlicht wieder anmachen. Und ihr habt heute gesehen beim Thema Makrofotografie dieses vermeintliche Manko, was man bei der Makrofotografie hat, sprich die geringe Schärfentiefe, lässt sich eigentlich sehr gut kreativ für unsere Aufnahmen einsetzen, insbesondere mit diesen langen Belichtungszeiten. Und zum Thema Makrofotografie, da passt auch mein heutiger Buchtipp, die große Fotoschule Naturfotografie. Auch hier haben wir ein eigenes Kapitel zum Thema Makrofotografie. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr einsteigen wollt, könnt ihr das hier sehr gut machen. Und von mir war es das von heute.
Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das wie immer auf der Webseite machen. Dort findet ihr auch Linktipps zur Sendung. Ansonsten von mir, tschüss, bis zum nächsten Mal.